Das sieht alles noch sehr chaotisch hier aus. Es soll hier eine Treppe werden. Ja, das soll auch eine Haltestelle werden, aber mit Wasser. Oh, ich glaube, da ist eine Fackel. Vielleicht ist das eine Abkürzung. Ich bin bei deiner Treppe und hier. Oh nein! Aua! Ähnlicher Creeper. Hier, okay. Schon wieder, Mr. Creeper. So. Ah, ich bin hier bei unserer U-Bahn rausgekommen. Bei der U-Bahn? Ja, hier sind schon Schienen. Also die U-Bahn muss ich mir heute auch noch angucken in dieser ersten Aufnahme. So ist das nicht, ne? Das Wichtigste, das Wichtigste, also meine Karte und die Möhre. Aua! Das Wichtigste war die Karte, genau. Nein, die Möhre. Ich habe ja gar keine Möhre gezeigt. Ich sollte ein Schwert holen. Da. Wir haben aber kein Eisen mehr. Ja, ich habe hier aber noch Schwerter. Immer wenn kommt bald jeder was los ist. Alarm, Alarm, Alarm! Okay, ich bin jetzt glaube ich wieder da, wo wir eben reingegangen sind. Ich weiß nicht, ob das hier so geil aussieht. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, wie ich das haben will. Ich will aber auch was zu den Bauwerken beitragen. Ich bin jetzt wieder in der Schlucht. Möchtest du wieder hier hinkommen, oder? Nein. Deine Säulen, die Richtungssäulen, die verwirren mich. Aber die zeigen dir doch die Richtung. Nein. Nein. Ach doch. Doch. Moment. Mach ich am besten eine Haltestelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? Was? Wieso? Ja, dann bist du sogar noch vor mir gewesen. Ja. Ja. Hat das eigentlich vorhin gereicht oder hätte ich noch mehr zur Community sagen müssen? Zu was? Zur Community. Ja, dass ja, du den Link zur Community in die Dings reinpostest. Ach, das steht noch im Clip. Man kann ja mal sagen, dass es schön wäre, wenn mehr Leute im Forum aktiv wären, weil immerhin... Ja. Mimimimimi. Ja. Nein, also... Die Community so groß, aber niemand da. Ja, es also ist irgendwie 80.000 Leute registriert, aber es schreiben ungefähr... Oh Gott, jetzt kriegen die ersten Panik, die alles von das Video geschossen hat. Nein, es ist tatsächlich so, ich habe mal mit einem... Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, tut mir leid, ich glaube, es ist Wolfmoon gewesen. Oder einer von den anderen. Auf jeden Fall mit den Mitgliedern gesprochen, die schon vor dem ganzen Hype da waren. Und die haben gesagt, dass es kommt mit den vielen Mitgliedern. Es gab wohl eine Zeit, wo versucht wurde, Mitglieder durch Gewinnspiele zu kriegen. Und dann haben sich eben ganz viele... Zombie! Ganz viele registriert. Aua! Miststück! Bring ein Satz zu Ende, bitte! Ganz viele registriert, um an diesen Gewinnspielen teilzunehmen, aber die haben das Forum dann auch nie wieder betreten. Und das ein ähnliches Problem haben die ehrlich gesagt auch. Wir haben Nachwuchsmangel. Wir haben zwar tierisch viele neue Mitglieder, aber die meisten kommen und sagen, ey, ich mach Let's Plays, guck vorbei. Das ist zwar schön, das möchten wir ja auch gerne, dass man auch Werbung machen kann. Wir machen ja auch selber Werbung für uns, aber... Ich möchte es halt auch so ein bisschen auf der Diskussionsebene haben. Also ich weiß nicht, also zumindest hoffe ich, dass ich da auch für die anderen spreche. Ja, schon passen. Ich meine, es geht ja nicht nur um Let's Plays in dem Forum, sondern um Spiele allgemein. Ja. Und da ist schon schön, wenn man dann einfach Leute hat, mit denen man darüber quatschen kann. Nur es sind keine da. Es sind wirklich keine da. Es geht um Videospiele, ja, nicht um Brettspiele. Tut mir leid, liebe Skatspiele. Es sei denn, ihr spielt Skat online. Oder Poker online. Siehst du, Poker online. Pokerface. Die GEMA. Willst du mir einen Strike verpassen? Willst du mir einen Strike verpassen? Entschuldigung. War das so? So echt? Mann, das von gestern Mann, Lady Gaga, verdammt nochmal. Lady Gaga. Ich hab dir doch gesagt, du kriegst deine Gage später. Okay. Nein, aber warum wahrscheinlich viele ins Forum kommen, ist, weil sie glauben, dass sie dort mit gewissen Leuten Kontakt knüpfen können und dann wieder verschwinden, wenn sie merken, dass dem nicht so ist. Nicht wahr? Ja, es ist halt so, dass man mit gewissen Leuten nicht Kontakt aufnehmen kann.
Aber man kann über sie reden. Man kann sagen, genau, ich finde das scheiße, ich finde das gut. Und deswegen sind wir ja da. Also nicht nur deswegen, aber das ist halt... Auch. Auch. Und man kann halt, weiß nicht, irgendjemand hatte neulich die Debatte angestoßen, Sexismus in Videospielen von der Männerseite aus. Fühlen Männer sich diskriminiert, wenn immer nur große, starke Helden da sind? Das ist auch wirklich mal was Interessantes, worüber man mal nachdenken kann. Creeper, hau ab. Ist Zombie, so rum. Und das kann man eben nicht so auf Facebook oder auf YouTube kommentieren. Das funktioniert einfach nicht. Dafür ist so ein Forum wirklich eine schöne Basis und wäre toll, wenn wir noch mehr Mitglieder da hätten. Die sich irgendwie einbinden. Ich habe nichts gehört. La 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 la. La, la, la. Ja. Also ja. Wir sind keine offiziellen Mods oder sowas. Wir sind auch nicht irgendwie... Wir sind einfach nur User. Wir sind User und wir würden uns wünschen, dass wir noch mehr User haben, weil wir vier kennen uns jetzt halt erst wirklich durch das Forum und eigentlich, ich hoffe, ich spreche für die anderen auch, wir verstehen uns relativ gut. Also, wir verstehen uns eigentlich gut. Nein, ich leide hier jeden Abend. Also, warum sage ich eigentlich relativ? Wir verstehen uns gut, wir spielen gerne zusammen. Wir spielen jetzt mittlerweile vier Abende hintereinander, mehrere Stunden am Stück, und das will schon was heißen, und das eben nur durch ein Forum. Und das muss man sich mal auf den Kopf zergehen lassen, dass man da wirklich Leute finden kann, die ähnliche Interessen haben und ja. Und wir wollen noch mehr Leute finden. Wir wollen mehr Leute finden. Das war jetzt... Das sollte jetzt kein Schleichvideo sein. Wir wollten tatsächlich... Wir haben da ja auch nichts von. Also wir haben da wirklich nichts von. Aber oder so. Nein, gar nicht. Schieb die Kohle rüber, YouTube. Na, du musst dich dann bei Playmassive beschweren. Hallo, wir haben Werbung gemacht. Nein, hallo? Oh mein Gott. Hallo, als ob ich das tun würde. Stell mich doch nicht so da. Das stand aber da der E-Mail drin. Ich weiß nicht, wovon er spricht. Nein, es geht ja einfach also nur darum, nicht, dass das nicht unser Forum ist. Das, so. Ja, das wollten wir klargestellt haben. Es ist nicht unser Forum, wir haben uns dadurch kennengelernt. Wir sind auch dankbar, glaube ich, dass wir jemanden zum Spielen gefunden haben. Mhm. Ja, und wir hätten halt gern noch mehr Leute zum Spielen. Und wir wollen ein bisschen Minecraft zusammen aufnehmen. Nicht regelmäßig, aber immer, wenn mal jemand auf dem Server ist und wir Bock haben. Wir können haben, ja auch mal Blobby-Wolly aufnehmen. Ja, wir könnten auch mal Blobby-Wolly aufnehmen. Wir haben mit Blobby-Wolly angefangen. Und dann mit Blobby. Oder Herr der Ringe. Herr der Ringe. Oh Mann. Ja, Herr der Ringe ist unser Lieblingsspiel. Nein, du verstehst den Kontext nicht. Herr der Ringe ist unser Lieblingsspiel. Gewahr. Ja, schon 2 Stunden gespielt. Oder 3. Unglaublich. Oh Mann. Wir lieben Herr der Ringe. So, es ist raus. Ah, ihr Verrückten. Ich hab hier eine Uhr. Wir haben es zu früh gesagt. Nein. Nein. Bei mir ist es 2 Minuten nach. Ja, 3 Minuten. War doch ganz pünktlich. Ach so. Mir kommt das so vor, als ob ich schon die ganze Zeit laber, als ob ich irgendwie alle dich quasi und ihr so denkt, Fame-Hure. Ja, genau. Genau das denkt mir. Und nichts anderes. Es wird schon wieder Tag und ich bin nicht gestorben. Soll ich dich die Laber schubsen? Ich hoffe, das wird hier überhaupt was ich mir ausgedacht habe. Hau ab, egal was du da oben bist. Du bist eine Spinne. Oder bist du ein Creeper. Dann geh erst recht weg. Ich muss das hier irgendwie stilllegen. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht so, wie ich das will. Denn stilllegen die Bahnstrecke? Was? Nein. Sind wir eigentlich bald mal da? Wie weit muss ich denn noch? Papa Schlumpf, wann sind wir da? Hier. Noch weiter. Viel weiter. Oh Gott. Papa Schlumpf, wie weit ist es denn noch? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Nein. Nein, meine lieben kleinen Schlümpfe, immer noch nicht. Aua. Müssen wir echt so weit nach links? Ja. Ja, ungefähr so, vielleicht ein bisschen weniger, als wie wir gerade ausgegangen sind. Bitte was? Bitte was? Kommt mal niemals an. Wollt ihr das in die Strecke hinbauen zu der großen Mine da? Ja. Gott. Are you insane?
Ich muss hier irgendwie noch eine Treppe oder sowas reinhauen. Blubbert, ne? Nee, irgendwie. Ich bin Schnisch. Enterman, glaube ich. Ich bin Schnisch. Ich mache jetzt hier doch eine zweitürige Tür. Zweitürige Tür. Ja. Zweiflügelig, nennt man das. Glaub ich. Ich glaube, das Haus ist einfach zu rechteckig. Das Haus, sage ich schon. Das Ding ist einfach zu rechteckig geworden. Bis jetzt. Aber das kann man ja noch ändern, also. Das ist mein erstes Haus. Achso, dein Haus, gut. Ja, sie hat also ihr eigenes. Achso, das, dann kommst du nicht mehr zu uns. Nein, ich komme nicht mehr zurück. Ich bin ausgezogen, Papa. Wie er jetzt der Papa ist. Wie er jetzt einfach jetzt mutiert ist. Das Image kriegst du nicht mehr weg. Und cool. Aber ohne ihn wäre, glaube ich, der Server jetzt schon wieder auf 5 Uhr morgens zurückgestellt. Das muss man ja auch mal sagen. Ja, das ist nämlich so, wir haben heute Morgen gerade, weil, also wir wollen nicht cheaten, aber es ist halt so, ich krepiere häufiger. Und die anderen auch. Ja, und das Problem ist auch, dass wir überall Dschungel haben. Ja, wir haben und wirklich... wir unendlich weit laufen müssen, um mal ein anderes, interessantes... Genau, das wäre es nämlich auch. Wir haben halt tierisch viel Dschungel, was einerseits cool ist, aber andererseits total hinderlich, wenn man irgendwie was machen will. Jetzt habe ich die schönen Steindollen dahin gemacht und das bringt gar nichts, weil man die gar nicht sieht. Ich bin unzufrieden mit der Gesamtsituation. Boah, hier ist noch so eine Riesenschlucht. Hier ist nur Lava einfach. Das ist ein Lavasee. Oh Gott. Obsidian draus machen. Oh Gott. Und da hat die Mikrospore eben so einen schönen Mod gefunden mit größeren Rucksäcken auch. Aber der geht leider nicht auf unserer Minecraft-Version. Vor allem mit Teleportpunkten setzen. Ja. Das Wichtigste sind die Rucksäcke. Ach so, natürlich. Weil ich dann nicht mehr sterben muss. Ich hab noch nie Slabbity Slapsticks. Slabbity Slapsticks. Jetzt fange ich auch schon so an. Ah! Uh-oh. Fängt ja gut an. Ich sehe es schon kommen. Oh Mann. Ich hab noch nie so Slaps gemacht. Vielleicht sollte ich das gleich mal versuchen. Hier soll eigentlich Holz rein, aber das ist jetzt schon wieder zu niedrig dafür. Ich weiß überhaupt nicht. Du hast eine Riesenhöhle gefunden. Ich weiß überhaupt nicht, ob das so geht, wie ich das will. Oh oh. Viel einfach mal Luft holt. Falls du mir hinterher. Ja, genau. Ich wollte dich gerade warnen, dass da eine Schlucht ist. Noch ein Licht könnte ja uns sein. Hm. Habe ich denn noch die Zäune? Ich? Ja, da sind die Zäune. Ich habe gerade irgendwas weggeschmissen. Hm. Nee. Ah, so geht das. So. Da oben. Warte aus, wenn du es nicht meinst. Bestimmt die Höhle von vorhin oder so. Baut ihr im Kreis? Nee. Hier ist alles einfach unterhöhlt. Ja, echt. Das stimmt aber tatsächlich, die ganze Map ist durchwühlt. Und ich habe auch schon gesagt, das werden noch mehr werden, wenn ihr mich drauf lasst. Ha. Ich habe nämlich, ich habe die Minecraft-Mini-Version gespielt mal. Also die fürs Portable. Und ich habe immer nur Löcher in die Maps gegraben. Das wollte ich noch gesagt haben. Ich könnte hier ja auch eigentlich Zuckerrohr anbauen vor der Tür. Ich glaube, das mache ich. Das Problem ist immer, wenn ich euch nicht höre, denke ich, die Connection ist lost. Du bist noch ich lost. Hattest du eigentlich das ganze Zuckerrohr vor dem Haus abgeerntet? Ja, ich wollte es noch nachbauen. Tut mir leid. Nee, wir hatten uns nur gewundert, weil es weg war und
fanden Nein, keine ich war's, Erklärung. Ich war's, weil ich vorhin ja so viel, weil ich 2 Karten gemacht habe. Und deswegen. Das sieht irgendwie kacke aus. Das gibt's doch nicht. Das sieht nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Ja, jetzt kommt das Wasser schon rein. Wow. Das ist aber nicht genug Wasser. Das muss höher sein. Wir brauchen echt mal Loren mit Kisten. Die dann da GTP. Jetzt habe ich schon wieder diesen. Ich habe schon wieder diesen Bug, dass sich Sachen nicht abbauen lassen. Das laggt nur manchmal ein bisschen. Ja, ja, aber es liegt wohl an meinem PC auch mit. Nee, das ist der Server. Ja, ich. Echt mal, warum hast du keinen besseren Server gemacht? Kann ich nicht für. Nitrado. War das Nitrado schon? So, das sieht ja schon besser aus. Nee, das sieht jetzt wieder schlechter aus. Arg! Wie ich einfach mal plötzlich anspruchsvoll werde. Ich wollte ja auch eigentlich hier was anderes machen. Ich muss noch einen nach hinten. Das ist zu breit. Das ist zu breit. Ah. Ist gerade jemand im Haus? Nee. Wie willst du da hinpoppen oder was? Ja, weil. Hier liegt so mega viel Kobbel rum und ich bin total voll. Aber ich kann es ja hier einfach runterschmeißen. Kobbel haben wir genug. Ne? Habt ihr gerade auch so diesen mega Lag mit von, dass ein Stein abgebaut wird und dann wieder da ist? Ja. Ja. Okay, gut. Ich hab mich vielleicht gleich mal Administrator beschweren können. Das kann ja wohl nicht sein. Echt mal, immer diese inoffiziellen Administratoren. Was glitscht da über den Fußboden? Hat irgendwer was gesagt gerade? Soll ich jemanden bannen? Ich glaube, ich habe hier auch ein bisschen Holz verschwendet. Na toll. Ich baue das ganze Holz ja auch immer ab. Habt ihr nicht gesagt, ich könnte irgendwas suchen gehen? Hast du die Achterbahn angeguckt? Nein. Oder du kommst halt mal hierher und hilfst uns beim... Genau. Hilf uns mal. Nee. Die Drecksarbeit können die anderen machen. Aber du kannst mal die coole Achterbahn zeigen. Ja, mach ich gleich. Ich möchte halt erstmal das Grundgerüst für den Hafen haben. Also. Jetzt habe ich auch mal eine Idee und möchte die verwirklichen. Nein. Ich bin eine Frau, ich brauche Selbstverwirklichung. Hast du vorher gefragt? Habt ihr vorher gefragt, ob ich eine Achterbahn will? Das ist keine Achterbahn, das ist der Weg zur Mine. Dieser Weg wird kein leichter sein. Nee, ist auch ganz schön anstrengend. Oh mein Gott, schon wieder ein Gamma-Titel. Oh mein Gott. This video is not available in your country. Please hold the line. Wusstet ihr, dass die GEMA da gar nichts für kann? Und ja. Dass die Bösen eigentlich gar nicht die GEMA sind? Okay. Ja. 4, 5, 6, 7, 8. Ich will das symmetrisch haben. Habe ich schon gehört, und zwar in einem Video von Fernsehkritik TV. Okay. Da war ein Interview mit einem Mann von der GEMA, der so sagte, ich kann nichts dafür, das ist YouTube. Ja, ist es auch tatsächlich. Die schreiben das halt einfach nur dahin, ja. Dass es die GEMA wäre. Also das Witzige ist, ich habe neulich, ich weiß nicht, ja, ich bin halt ein Hardcore Phantom der Oper Fan. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Und da war halt ein Video verlinkt von dem offiziellen Channel über die neue Hamburger Produktion. Und das ist ein Video mit deutscher Tonspur in Deutschland aufgenommen über die deutsche Produktion und dann stand da. Dieses Video ist in Deutschland nicht verfügbar. Das habe ich schon so oft gehabt, dass ich irgendwie Musik von Revolverheld oder sonst wem und irgendjemandem Deutschen hören wollte. Und dann kam da, dieses Video ist in Deutschland nicht verfügbar wegen der GEMA. Und ich dachte mir so, was?
Nein, die GEMA ist dafür sich entschuldigt. Ja, ich weiß, aber ich schrei dann trotzdem GEMA. GEMA weg da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hä? Ach, ich kann nicht zählen. Ich kann nicht zählen, ich kann nicht zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Goethe Skelette. So, da geht er hin. Ist doch richtig. Ich komme mir deine Achterbahn heute noch angucken. Wir sind jetzt gerade mal bei fast einer Stunde Aufnahme. Ich habe Zeit. Wir schon zwei Folgen. Ja, stimmt. Ich werde das wohl in halbe Stunde, halben Stunden Tag. Sprechen. Oder einen Themenzusammenschnitt machen. Nein. Nein. Ich werde das tatsächlich in halbe Stunde schneiden. So oft wollen wir es ja gar nicht machen, aber dann. Stichwort zum Schneiden hast du ja schon gekriegt. Bitte was? Das Stichwort zum Schneiden hast du ja schon gekriegt. Das kommt alle halbe Stunde oder alle Stunde. Nee, alle Stunde. Wir können doch mal eine halbe Stunde machen, wenn ihr wollt. Nee, das genau, wird mir zu viel. Dann schreie ich aus. Vor allen Dingen denken die Leute dann wirklich, dass ich nachmachen will. Ah. Wieso nachmachen? Ich wüsste nicht, dass diese Person das in den eigenen Videos tut. Wisst du nicht, dass diese Person das tut? Ich habe aber voll Schiss, dass diese Person das irgendwann mitkriegt. Ach, weil, Quark. Hallo, selbst der. Wenn, was, als würde das stören. Als würde das stören. Nett. Nein, als würde das stören, habe ich nur gesagt. Aber es ist halt tatsächlich so, dass wir das tatsächlich immer machen. Immer. Wir wurden dazu gezwungen auf dem Server. Das sind die Regeln hier. Das sind die genau, das sind die inoffiziellen Regeln. Ihr müsst in der Community sein und ihr müsst einmal in der Stunde ein Wort sagen. Aua. Jetzt habe ich es doch verraten. Scheiße, fuck. Fuck. Das Wort heißt fuck. Das Wort heißt fuck. Ihr müsst einmal also ich muss einmal in der Stunde sagen. Fuck, 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 fuck. Hoffentlich kriege ich da jetzt nicht so einen 18er-Streik. Doch. Wegen Fuck? Ja, es heißt ja nur machen, tun. Das ist Latein. Genau. Stellt euch mal nicht an. Es wird F-A-C... Ich hätte Latein im Unterricht gehabt. Es wird F-A-C geschrieben oder so ähnlich. Verkehre. Ich hab ein bisschen Eisen, fast zwei Stacks. Yay. Ich hab immer noch nichts gemacht. Ich stehe hier nur rum und laber. So. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Oh, jetzt haben wir das erste gelaufen. Kohle. Ich finde immer Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ahaha, das Haus steht fast. Das freut mich voll. Dann kann ich, wenn ich wieder zu euch komme. Ich bin ja auch immer so oft bei euch, ne? Ja. Toll oft. Aua. Richtig selten eigentlich, dafür, dass das hier Gruppenserver ist. Mal so, was macht ihr da? Was macht ihr da? Was macht ihr da? Ich mach grad das hier. Ich kann grad nicht. Ich will grad nicht. Macht halt immer ihr eigenes Ding. Ja, ich mach so ein Einzelplayer. Ach, wir haben vorhin... ein neues Format bei YouTube. Wir haben vorhin Namensschilder gefunden. Weißt du, was man damit macht? Kann man die anziehen oder was? Ich? Nee, hier. Unser Dia. Unser was? Dia weiß über alles Bescheid. Hier, guck mal, warte, ich geb's dir. Was macht man damit? Namensschilder. Boah. Da fragst du ihn was. Muss was Neues sein. Muss was aus der 1.7 Serie sein. Ja, probier mal. Salzkette. Salzkette. Ah, Style. Wie Haustiere oder so. Ah. Ich versuch's mal einem Schaf anzuziehen. Oh, ich will einen Hund haben, aber die gibt's nur in More Creatures, oder? Nee. Ich will einen Hund.
Ich habe Wölfe gesehen. Ich habe Wölfe gesehen. Ja, das sind die aber. Die haben mich aber ganz böse angeguckt. Ja, du musst die auch zähmen. Ich muss gar nichts. Wie ich immer gleich wieder rumbocke. So. Oder an die Tür hängen oder so, weil da ist so ein Haken dran. Ein Haken? Da ist ein Haken an der Sache. Jetzt fange ich mit den schlechten Wortwitzen an, ist vorbei. Also jetzt gefällt mir das hier eigentlich schon fast. Okay, wieder. Ich muss es googeln. Ich will jetzt wissen, wofür das... Google. Google ist dein Freund. Mein Freund heißt Google. Ich habe immer gedacht, sich selbst googeln ist das Unanständige. Ich habe mich sogar schon mal selbst gegoogelt. Und damit meine ich nicht mein... wie kacke. Damit meine ich nicht mein Nickname. Damit kann man NPCs umbenennen. Ach, wie langweilig. Langweilig. Veto. Abgelehnt. Das ist ja absolut wichtig, dass das funktioniert. Abgelehnt. Ja, so ein Dorf wäre mal cool. Ja, wir haben es ja versucht zu finden, als wir mit dem Boot unterwegs waren, aber... Vielleicht gibt's keine Dörfer auf Servern. Doch, ist schon geben. Ja? Ja. Ich weiß das doch alles nicht. Kinas. Genau. Komm doch mal hier hin, dann lass ich dich mal fahren. Ja, gleich. Ich will die Tür noch zumachen. Also, ich hab gleich eine Tür. So rum. Ich will, also, ich hab vorhin halt noch so eine Idee gehabt, zusätzlich zum Anleger. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Das muss ich eigentlich ausprobieren. Ich brauche eigentlich ein Boot. Haben wir zu Hause noch Böte? Nee, ne? Böte. Boots. Boot. Den Boots. Also dann muss das da... Nee, das sieht doof aus. Der falsche. Wie ich auf einmal plötzlich konzentriert bin. Warum wachsen unsere Kürbisse nicht? Oder dauert das so mega lang? Kürbisse? Vielleicht brauchen die Platz. Die brauchen, glaube ich, nebeneinander. Die brauchen einen Platz dazwischen. Sonst geht das nusch. Ich reiß da mal hier was ab. Nicht. So, aber nicht die Möhren. Nicht die Möhren abreißen. Hab ich jetzt Möhren abgerissen? Ich geh nicht an deine Möhre ran. Ja, Möhren für die Schweinchen. Dass wir die rocken können. Der musste jetzt sein. Oh, herrlich. Ist ja schon nach 22 Uhr, da darf man solche Witze bringen. Was? Ernsthaft? Nein. Ist es noch nicht bei mir. Noch nicht ganz. Dann musst du es schneiden, tut mir leid. Wieso? Ich kann das Video doch erst nach 23 Uhr rausschmeißen. Ich sag doch so oft das Wort Fuck. Fackere. Verkehrsamt. Kannst du ja mal mit der fahren hier, mit der hier. Was soll ich fahren? Der hier. Kannst hinterher fahren mit dem Ding. Mal gucken, ob okay, das Zombies steht ahead. Oder so. Der Lene fährt. Soll es also vorausschubsen? Genau. Dann fährst du einfach hinterher. Ich brauch noch ein Dach. Okay. Ich wollte doch eigentlich den Mond mal da lang schicken. Der Mond, der kommt gleich. Dann warte ich noch ein bisschen. Dann schicke ich erst den Mond, dann die Kiste und dann fahre ich. Ich warte halt darauf, ja, dass die Nacht vorbei ist. Ich habe zwei. Du hast zwei Nächte? Ich habe zwei Loren, ja. Ich habe extra eine gebaut für den Mond. Es so. Ist so irritierend, wenn man sich sonst immer duzt. Ich duze dich ja trotzdem. Ja, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, aber du wolltest es auch so. Ja, du doch auch, oder nicht? Ja, ist schon cooler. Cooler. Ich mach dich voll Fame, ja? Mit meinen, mit meinen 13 Milliarden Nicht-Aminenten. Ah, ich bin so doof. Ich mach mich noch unbeliebt. Wie so ein Zombie in der goldenen Rüstung, Hilfe. Ja, ich hatte auch schon einen Zombie in goldener Rüstung. Der hat mir Angst gemacht. Da sind meine Türen. Tür. Mann, komm Kind, mach die Tür zu. Kiste für... Was? Wieso? Komm. Nein, nicht du. Wieso war das da drin? Ja gut. Tür? Ich Hallo?
abweichen. Obwohl, die, irgendjemand kann die ja dann basteln mit runterschicken. Dann haben wir wenigstens Zweck für die Gnolloren. Wofür ist das jetzt gut, dass ich diese Kiste runterschicke? Einfach nur, damit wir unten eine Kiste haben? Ja. Aber Kiste? Ich meine, könnte man ja auch... Ach, da ist was drin, oder was? Nee, ist noch nicht so, ne? Ich muss gerade das Inventar hier aufräumen. Komm jetzt hier hin und fahre. Ja, U-Bahn. Bitte, einen Moment noch, Madame. Ich muss die Karte ja wieder mitbringen. Und ich ich komme gleich. Ich lasse hier nur noch ein Schwert. Ein Eisenschwert. Ich habe nämlich noch ein Eisenschwert. Ich bin auch diejenige, die das ganze Werkzeug immer verschusselt. Deswegen habe ich davon so viel. Die Eimer. Die Eimer sind hier in der Kiste. Und die sind glücklich. Ich will hier eben noch ein Bett hinstellen. So. Da, in die Ecke. Oh, die Erde brauche ich auch nicht mitschleppen. Wir haben davon genug. Seid ihr doch froh, dass ich eine Zweitstation baue. Weil die erste durch einen schlimmen Kripo-Unfall explodiert hat. Weil die erste von mir kaputt gemacht wird. So, die Nacht zu Ende? Die Nacht ist doch noch gar nicht zu Ende. Soll ich dich hierher holen? Nein! Was? Wo? Es wird gerade Tag, aber... Es wird gerade Tag, aber ich muss eben die... Ah, die Tür. Jetzt habe ich die Tür falsch... Wie ich immer einfach neue Ausreden suche. Aber ich glaube, auf den Jeans selber spawnen die nicht, oder? Wenn dann nur dazwischen. Ja, wenn so. Da Licht ist. So. Du kommst nicht rein, denn ich habe endlich eine Tür. Schleim aus. 12 Stück. Brauche ich mir noch ein Rasch und ein Boot. Und mache mich auf den Weg. Ja, ich mache mich jetzt wirklich auf den Weg. Ich kann euch mal eine Güdelloche hinschicken. Mal gucken, ob die still bleibt. Also von unten nach oben. Sag dir gleich, ob sie da stehen. Muss man die anschubsen dann? Ja. Theoretisch kann man die so. Koppeln mit so einer angetriebenen Güterlore, aber...